Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren Video zu OMSI. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir sind heute wieder mal in Teltow unterwegs, wer hätte es erwartet. Ja, letzte Leitstellenfahrt hier auf Lemmental V3 war großartig. Ich hoffe, das hat auch alles funktioniert. Dementsprechend, ja, sind wir heute mal mit einem Capacity unterwegs, wie ihr es schon unschwer können könnt. Der O530 Capacity. Denn ich habe jetzt gelesen, dass auf der X1 ein Capacity fährt. Und dementsprechend wollen wir uns das hier heute ein bisschen angucken. Oh, das sieht auch gut aus. Das ist bloß ein halber Bus. Wo ist der Rest von dem Bus hin? Genau, werden wir uns das heute hier mal so ein bisschen angucken. Auf der Linie X1, das Ganze geht von Teltow Bahnhof Richtung Waldschenkel. Und dementsprechend, ja, schon lange nicht mehr mit einem O530 gefahren. Wird auf jeden Fall spannend. Dadurch nochmal 21 Meter Länge. Könnte interessant werden hier in Teltow. Sind die Straßen teilweise doch ein bisschen sehr eng. Ob es funktioniert, werden wir jetzt sehen. Deswegen würde ich sagen, wir springen rein und ja, rüsten wir hier so ein bisschen auf. Ach, schön. Schön. So lobe ich mir das. So, also Linie 00136. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Route 1. Nee, dann haben wir die Route 2. So, S-Bahn Potsdam Hauptbahnhof. So passt das. Und ja, somit haben wir das zumindest schon mal hier jetzt alles richtig. Großartig. Das passt. Was haben wir jetzt hier noch? So, das haben wir. Dann Licht an. So. Verbrauch aktiv. Bahnhof Teltow. Boop, boop. Schlüssel mal wieder falsch rum. Diet, diet. Ach ja. So, perfekt. Da ist er an, der Motor. So, dann werden wir jetzt die Zeit mal so vorspulen. Ja, fast auf. Guck mal, geht auf 30 schalten. Haut hin, passt. Hältst du an? So. Also einen normalen Fahrschein. Fahrschein normal bekommst du. 2, 4. Fahrschein bitte. Fahrschein normal. Super. Habt ihr auch gesehen hier? Wir haben natürlich auch das passende Repaint dran hier am Capacity. Ja, schön Plusbus. Ja, von Regiobus Potsdam. Dementsprechend passt das natürlich. Haben sich schon echt große Mühe gegeben hier mit dem Repaint. Sieht extremst gut aus. Der Plusbus. Ein Takt, mit dem Sie rechnen können. www.plusbus.hoherfleming.de. Ja, Brandenburg an der Havel. Sieht schon echt schick aus, ja. Also das muss man mal echt lassen. Kann sich auf jeden Fall mehr als sehen lassen. So, wir haben aber Verspätung. Deswegen muss man jetzt mal ein bisschen zügig jetzt. Wieso haben die denn hier alle kein Heck drin? Was ist denn hier los? Stimmt, wieder irgendwas wieder installiert. Was wieder irgendein Bus wieder kaputt gemacht hat. Mozartstraße. Oh, ich bin den früher so gerne gefahren, den O530. Ist ja immer noch mein absoluter Favorit, ne? Natürlich neben Solaris. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen C2 und O530, ich würde mich für den O530 entscheiden.
Hallo. Grüezi. Blumenstraße. Das ist wieder das Original X10. Was sich scheinbar der Fahrplan von BRT Berlin leider nicht funktioniert so wirklich. Da hast du an jeder Haltestelle gefühlt 2 Minuten Stehzeit. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Und macht dadurch halt auch wenig Spaß, da irgendwie dann zu fahren, denn wenn du da halt gefühlt immer an jeder Haltestelle stehen musst. Alles klar, wissen wir Bescheid, ne? Gustl-Sandner-Straße. S-Bahnhof Teltow-Stadt, Marlower Straße. So, die Kurzstrecke 1,40. Ein Fahrschein bitte. Fahrschein normal. 2, 4, 6, 8. So, wir hatten ja auch schon mehrmals hier angesprochen gehabt, ne, dass das ja meine absolute Lieblingslinie ist, also 601 X1. Es wird es ja auch immer bleiben. Es gibt halt keine entspanntere, keine schönere Linie, die man hier fahren kann in Omsi. Freut mich natürlich, dass es dann auch bei meinen absoluten Lieblingserinnern dabei ist, ja. Problem ist, du kannst halt nicht jedes Mal eine Leitstellenfahrt X10 fahren, ja. So gerne, wie ich es machen würde, wahrscheinlich, ich würde einfach gefühlt jedes Mal einfach die Linie 601 X1 fahren in Leitsteinfahrt. Ich habe kein Problem mit. Das klang jetzt nicht so geil. Hat die gescheppert. Also lange keiner aussteigen will. Eigentlich alles gut hier. Rahmschatz gemacht. Das noch ganz. Blinker funktionieren? Okay. Hinten. Ja. Ja. Dann war es bloß vom Bordstein wahrscheinlich runtergeswitcht sind hier. Ah, diese Sonne, die ist echt fies hier. Die ist schon echt fies. So, guck mal. Ja, toll.
Wilmersdorfer Platz. Hallo, eine Frage bitte. 246. Dankeschön. Jahnstraße. Oh, Telefon klingelt ja schon wieder, das ist ja fantastisch. Jedes Mal, wenn du aufnehmen willst. Du hast auch gefühlt nie deine Ruhe, ja? Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. Havelstraße. So. Wartestraße. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. Hallo. Hallo. Ach ja. Einmal normal. Was würde ich tun ohne Omsi, ganz ehrlich? So, 10. Telto Feuerwehr. So.
in letzter Zeit auch kaum meinen Tracker eher zu Einsatz gekommen hier. Das ist halt, ich schaff's gerade aktuell tagsüber halt aufzunehmen. Und tagsüber kannst du Tracker eher nicht benutzen. Sobald die Sonne irgendwo scheint, irgendwo blendet oder sowas, dann spinnt Tracker eher halt komplett rum. Abends, wenn du es abends benutzt, ist kein Thema, ja, funktioniert wunderbar. Aber wie gesagt, tagsüber kannst du es echt vergessen. Sure. Haben wir es auch gleich wieder geschafft. Hallo. Ja, Leute. Auch schon wieder durch. Und so nähern wir uns immer weiter dem Oktober. Das wird auf jeden Fall ein spannender Monat, der Oktober. Gespannt, was jetzt Lotus mit 2 Jahren macht. War ja gestern nun soweit. Sonntag, ne? Sonntag war der 14. Ich glaube, das ist das 2-Jährige gewesen. Wenn ihr das Video heute hier am Montag seht. Denn bin mal gespannt, was wir da sehen. So, machen wir mit der Kapazität unterwegs. Also so schlimm, wie ich dachte. Ja, wie gesagt, der O530, ne? Absolut genialer Bus, ja. Das mit Morphe Soundpack ist halt drauf, ja. Also da haben wir auch noch den besseren Sound. Meine Altair hat den wirklich gut gebaut, ja, den O530, soundtechnisch natürlich ein bisschen schwach gewesen, aber dafür ist ja Morphe da, ne? Aber da gibt's, es gibt die halt in 20.000 verschiedenen Ausführungen, das nervt mich dann halt immer, ja. Zum Beispiel Facelift, FL und wie sie alle heißen, ja, das ist echt. Zerlierst du den eins, dann schießt du den anderen so gefühlt.
weiß ja auch noch nicht, woran das liegt. Haltestelle. So, das war alles perfekt hier, würde ich sagen. Das war unsere Fahrt heute mit dem Capacity hier auf der Linie X1 hier in Teltow. Unglaublich viel Spaß gemacht. Der Capacity-Fahren ist gar nicht so extrem schlimm, wie ich am Anfang immer gedacht hatte. Für mich war Capacity immer so absoluter Horror. Ging hier eigentlich relativ gut hier auf der X1. Kann ich nur absolut empfehlen. Wie gesagt, dadurch, dass ich halt gelesen habe, dass offiziell wohl im wahren Leben hier draußen halt auch ein Capacity auf der Linie X1 unterwegs ist. Ja, wollte ich das Ganze mal testen und dementsprechend, ihr seht, hat es funktioniert, es ist machbar. Und ja, bedanke mich natürlich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und sonst sehen wir uns hoffentlich natürlich wieder zum nächsten Video wieder. Würde ich mich mega freuen. Bis dann, Leute. Tschüss.